Beim Aufenthalt in einem Bierzelt gilt zu beachten: Im Sinne der Gemütlichkeit kann es passieren, dass Sie Ihren Platz mit mehreren Personen teilen müssen. Kleinere Scherze der Platznachbarn sind nicht als Affront, sondern als liebenswerte kulturelle Eigenheit zu werten. Bei der Essensbestellung empfiehlt es sich, genug für sich selber und andere hungrige Mäuler am Tisch zu bestellen. Doch Vorsicht, dabei unbedingt auf Kinder achten und seien Sie unbesorgt. Etwaige zwischenmenschliche Anspannungen sind in der Regel nach der ersten Maß Bier vergessen. Die Blaskapelle gibt mit dem Lied »Ein Prosit der Gemütlichkeit« das Zeichen zur kollektiven Zwangsbetankung. Diesem ist unbedingt Folge zu leisten. Nicht vergessen, langes Sitzen ist schlecht für den Rücken. Sorgen Sie daher durch Tanzen auf Bänken und Tischen für gesundheitsfördernde Ertüchtigung. Achten Sie dabei auf Kinder. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Frauen keinen Alkohol vertragen. Links das Blickfeld eines Mannes nach zwei Maß Bier, rechts das einer Frau. Der verantwortungsvolle Begleiter ist daher angehalten, den Maßkrug der Frau mitzuleeren. Doch Obacht bei exzessivem Bierkonsum. Der männliche Körper wurde zwar für die Aufnahme großer Mengen Alkohol konstruiert, doch gelegentlich möchte der getrunkene Gerstensaft nicht im Magen verweilen. Der verantwortungsvolle Festteilnehmer wählt das richtige Gefäß, um den Auswurf diskret und sicher zu entsorgen. Nach dem Alkoholgenuss ist von einer Fahrt mit dem Privat-PKW abzuraten. Nehmen Sie stattdessen lieber ein Taxi. Achten Sie dabei unbedingt auf Kinder.